Hallo, mein Name ist Paolo Biggio und ich arbeite seit August 2019 im Training Services Team der Hensoldt Sensors GmbH in Taufkirchen bei München. Als technischer Trainer bin ich vornehmlich verantwortlich für die Planung und Durchführung von technischen Schulungen mit einer großen Bandbreite an Produkten der Sensorik, im zivilen als auch im militärischen Bereich. Darunter fallen im Moment vor allem das MSSR 2000 ID Sekundärradar in der Flugüberwachung und die Selbstschutzsensorik der EMS-Systeme für fliegende Plattformen. Ich bin aber auch im Rahmen der Digitalisierung im Service für die technische Modernisierung der Hensoldt-Training-Strategie zuständig. De facto begann Hensoldt schon frühzeitig mit der konzeptuellen Umstellung des Trainingsangebotes auf neue Medien. Durch innovative Blended Learning Konzepte, dem digitalen Zugang zu Fachexperten und Trainingsmaterialien sowohl on als auch offline und eines zentralisierten Zertifikationsprozesses sollte für unsere Kunden ein Mehrwert in der flexiblen Gestaltung von Kursen und messbaren Lernerfolgen entstehen. Die essentielle Notwendigkeit einer Remote-Training-Option für unsere Kunden wurde uns durch die weltweit vorherrschende Covid-19-Pandemie mit brutaler Klarheit vorgeführt. Durch die bereits geleisteten Vorarbeiten waren wir in der Lage, auf geänderte Anforderungen sehr schnell und lösungsorientiert zu reagieren. Plötzliche Einschränkungen durch Reisebeschränkungen, Hygienevorschriften und Quarantänezeiten zwangen uns, die bereits erarbeiteten Konzepte und Strategien in Rekordzeit umzusetzen, zu testen und einzuführen. Schon bald führten wir unsere ersten Online-Trainings mit unseren Kunden durch und begannen, neue Plattformen und Medien dafür einzusetzen. Es ist vor allem der Flexibilität, Offenheit für neue Wege und nicht zuletzt Professionalität meiner Kolleginnen und Kollegen zu verdanken, dass wir diese erste herausfordernde Zeit mit Bravour bestehen und herausragende Erfolge erzielen konnten. Durch die enge Zusammenarbeit mit unseren Kolleginnen und Kollegen aus den Bereichen der Simulation und des Service Development können wir unsere Kunden darüber hinaus eine Service-Plattform zur Verfügung stellen, über die in Kürze nicht nur Präsenztrainings gebucht und getrackt werden können, sondern auch eine Vielzahl multimedialer Inhalte, vom Lehrvideo über interaktive 3D-Inhalte, Simulationen bis hin zum virtuellen Klassenraum, den Trainees zur Verfügung gestellt werden können. Es ist also ein spannendes, neues Aufgabenfeld entstanden, für das meine Vorerfahrung als Programmierer für die interaktiven Medieninhalte geradezu prädestiniert ist. Alles in allem sehe ich in den nächsten Jahren einem spannenden und abwechslungsreichen Aufgabenfeld entgegen, in dem mein Interesse an komplexen Problemen und deren Lösungen sicher nicht zu kurz kommen werden. For the purpose of staying operational.